Du mit deinem Mr. Bubbles. Mach Mr. Bubbles. Romantic. Der Ton ist so doof. Irgendwie musste ich gerade an Deponia denken, an den Romantic Ninja. Kennt das einer? Oh Gott, ich bin crazy. Kennst du Skiller? Den Romantic Ninja. Du bist also Romantic Ninja. Das ist ja noch kein Match. Also ich hoffe, ihr gebt euch jetzt nicht schon Mühe, ne? Das sind aber auch solche Vorlagen, ne? Was mit Geldschein? Ja. Ja, Liz, steck dir da ein paar Scheine zu. Ich bin älter, als man denkt. Vor allem ich bestehe das. Ja, genau, weil du hast ja gesagt zum Striptease. Ja, dann auf. Ich habe keine Cam. Killer! Aber nein! Nicht du! Was denn? Alle. Ich glaube, Liz wäre es egal, wer sich aussieht. Hauptsache, es zieht sich jemand aus, wie geil. Aber ich habe ja immer noch mehr oder weniger was an, wenn ich mich ausziehe, weil ich habe ja noch viele Tattoos. Ja. Das ist sehr praktisch. Das ist nicht viel. Wenn ich mich ausziehe, bekommt ihr eh alle. Ich habe jetzt schon Angst. Wer hat denn gesagt, dass ihr bei mir keine Angst kriegt? Ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht, wie du aussiehst. Ja, ne? Also. Die Anaconda ist heftig. Oh, ich aussehe merkwürdig. Was? Natürlich. Ich stelle ja immer gern diese Frage, beschreibe dein Geschlechtsteil mit einem Penis. Was? Was? Beschreibe was? Beschreibe dein Geschlechtsteil mit einem Filmtitel. Mit einem Filmtitel? Vor allem, wer guckt denn bitte selber seinen Geschlechtsteil an? Also das Beste, was ich gehört habe. Also ich meine ja nur. Was? Wegen Inaktivität? Warum? Geil. Ich warte doch nur, dass jemand mal kommt. Der Rex ist ja auch geil. Da kann ich doch nur als Bestien sterben. Ich habe hier einen Punkt hingehockt und habe auf Gegner gewartet, ne? Da sagt er, ja, du musst dich bewegen, sonst wirst du wegen Inaktivität gekickt. Hätte mich fast versprochen und was anderes gesagt.
So, dann habe ich mich bewegt, bin nach vorne gelaufen, kamen 5 Gegner entgegen. Das Spiel verarscht mich. Was? Nobu hat geschrieben, ich musste erst was antrinken, damit ich erst melden wegen ihren Tattoos Frage lesen. Was? Ja, hat aber auch einen anderen Grund. Nobu ist schüchtern. Nobu ist was? Nobu ist verdammt schüchtern. Ja, aber es ist ein Unterschied, ob man... Warum hast du das Match verlassen? Hä? Wer hat Match verlassen? Nein. Ich hab nichts gemacht. Ja, vielleicht deswegen. Ach, deswegen. Geil. Geil. Ich dachte, es sucht noch. Hä? Merkwürdig. Soll mal rausgehen. Hä? Komm, das Match machen wir noch zu Ende. Ja, ja, mach das zu Ende, dann guck, was schreibe ich hier mal schnell. Aber schüchtern heißt ja nicht, jemand, der kontaktfreudig ist, kann ja trotzdem schüchtern sein. Ja, er ist aber nicht so kontaktfreudig. Ja, nee. Ja. Ich bin auch sehr schüchtern. Ja, ein bisschen anders. Er ist kein schlechter Kerl, definitiv. Man kann alles merken. Aber ab und zu ist er merkwürdig. Auf seine liebenswürdige Art und Weise. Ach, was du sagst. Ah, ich hab neueste gehackt. Manchmal schreibt er Dinge an, wo ich mich frage, was ist denn jetzt mit dem los? Ja. Wie alt ist denn der, wenn man fragen darf? 24. 23 oder 24. Ach Gott, ja. Das ist. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Okay. Ja, Sombra ist so gut. Eigentlich kann ich mit der nicht. Hat sie auch Sombra? Eigentlich kann ich mit der nicht, aber irgendwie ist sie doch nicht schlecht. Manchmal rede ich mir ein, dass ich vielleicht Single bin, weil ich so schüchtern bin, aber ich weiß nicht. Glaubst du, ich bin eigentlich schüchtern. Also für mich eine Frau ansprechen ist schon echt schwer. Mhm. Das bleibt bei mir auch nur im Netz. Aber ich glaube, heutzutage ist das sowieso wahrscheinlicher im Netz, jemanden irgendwie anzusprechen als ja. Real, weil irgendwie man erfährt ja auch übers Internet wesentlich schneller, wesentlich mehr über jemanden. Ja. Als wenn man den jetzt irgendwo an... Also ich würde auch nie jemanden ansprechen. Aber das Problem ist, die wohnen dann immer so weit weg. Ja, das kann natürlich passieren. Ich hab ja... Früher war es einfacher, in der Steinzeit eine Frau anzusprechen. Freunde drüber meint. Was? Was? Ich hab kein Wort verstanden. Früher war es einfacher, in der Steinzeit Frauen anzusprechen. In der Steinzeit? Keule drüber mein. Ah, mich habe. Sandy hat da fast getötet. Jetzt schreibt Nobu, oh, cool. Nimmst du mein Sorry an? Warum muss man denn ein Sorry annehmen? Ich mach's einfach mal. Alter. Damn, ich hab die Widow nicht getroffen. Ah. Nein, da kommt so ein scheiß Schutzschild! Nein! Die hat meine Sicht genommen, dieses Drecksding! Also ich bin gerade taub geworden. Sorry. Du weißt, irgendwann kommt der Rage. Ja. Aber warum funktioniert die Katze bei dir und bei Liz nicht? Hä? Warum funktioniert die Katze bei dir und bei Liz nicht? Welche Taste? Katze. Ach, Katze! Keine Ahnung. Ja. Hat Liz vielleicht irgendwas falsch eingestellt? Ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht, wie sie es eingestellt hat. Oh, ich könnte jetzt was schreiben, aber da kommt dann noch mehr, da kommen noch mehr Fragen dann. Nee. Was willst du denn schreiben? Ich will vorher wissen.
Ja, die reden gerade davon, wenn jemand angesprochen wird und so. Also mich spricht auch keine Sau an, außer auf meine Haare. Was? Warum, welche Haarfarbe hast du? Ja, ja, und dann würden jetzt wieder tausend Fragen kommen. Genau, warum. Welche Haarfarbe? Welche Haarfarbe hast du? Nee, nicht wegen der Haarfarbe, sondern ich habe eine relativ außergewöhnliche Frisur, deswegen. Und nein, ich erkläre das jetzt nicht. Iro? Ah! Komm, sag mir, es ist ein Iro. Was? Was hat sie jetzt gerade gesagt? Hä? Iro? Sie hat gerade gesagt? Warte mal. Sie hätte den Striptease machen sollen, dann wäre ihr jetzt warm, oder was hat sie gesagt? Keine Ahnung, was sie gesagt hat. Also, ich versuche wieder, euch zu schaden und Gegner zu heilen. Scheiße, Sombra ist doch stärker als Moira. Ja, yeah, von einem Heiler zum anderen. Das war mal ein Zenyatta. Beschützt den Punkt. Das ist tot. Sombra ist tot. Nächste tot. Toll, ich muss jetzt drauf und schießen. Jawohl. Noch ein Reaper, was? Ich dachte gerade, doch, den habe ich doch getötet. Warum kommt der wieder? Weil war es ein anderer Reaper? Sagt ihr Bescheid, wenn ihr fertig seid? Dauert noch eine Minute. Also wenn wir gewinnen. Dann kann ich ja auch noch mal einmal rauchen gehen, oder? Ich würde mal schätzen, rein von der Stimme her, ist Killer jünger als Veneta. Wie soll ich euch eigentlich nennen? Sven, Tentakel, Sven, ich habe viele Namen. Okay, dann sage ich Sven und was hat Killer jetzt gesagt? Christian. Was, Christian? Ja. Ah, das ist auch so ein Sammelbegriff, so heißt irgendwie jeder. Ja. Christian und Stefan. Christian und Stefan, ganz schön, bei mir bei der Arbeit heißen alle Stefan. Wäre ja noch schlimmer, wenn sie alle von der gleichen Mutter sind. Oh ja, auf jeden Fall. Die Maschine jetzt. Nein! Was? Kaum verlasse ich meinen Bunker, sterbe ich! Da oben ist ein Torbjörn! Ich muss mich erstmal anziehen. Ist kalt im Winter. Haben wir es geschafft? Haben wir es geschafft? Wie Verlängerung! Nein, noch nicht. Dran. Beide sind noch auf dem Punkt. Also lasst euch Zeit. Ich muss noch. Auch Reinhard. Ja, Reinhard Power. Nein, nein, nein. Hau ihn, verprügel ihn, gib ihn Saures. Ja, nein. Warum schon wieder jemand drauf? Was ist denn hier los? Ja. 21 Kills, 6761 Damage, 1888 Heilung. Alles Gold. Wow. Achso, hatte ich jetzt eigentlich recht, dass ich glaube, Christian ist jünger als Sven. Ja, ich bin ein richtiger alter Opa da. Ein alter Opa. Wie alt schätzt du mich? Du bist
27. Oh Gott, und wie soll man das denn schätzen? Versuchen. Nur von der Stimme ist das aber schwierig. Vom Aussehen wird es nicht leichter. Okay. Es gibt welche, die haben mich sehr jung geschätzt vom Aussehen her und das war einfach mal ein Jahrzehnt daneben. Weil ich bin schon... Jetzt muss ich selbst machen.